Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back aus der Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ich muss sagen, in den letzten Folgen haben wir Level gespielt, die einfach so hammerhart und jenseits von Gut und Böse waren. Der letzte Eislevel und hier Piston It Away. Ich weiß, dass ich mich bei Crash Bandicoot 1 auch schon an einigen Stellen aufgeregt habe, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so extrem war wie hier und dass Crash Bandicoot 1 wirklich so extrem schwer war. Zumal ich bei Crash Bandicoot 1 halt auch noch null im Spiel drin war, mich null an die Steuerung und an den Beuteldachs hier gewöhnt hatte. Und bei Crash Bandicoot 2 war ich es eigentlich von Anfang an. Klar, es gibt so ein paar neue Moves, wie mit dem Sliden hier oder dem hier, aber nichts Weltbewegendes. Und es ist einfach so unfassbar schwierig gewesen. Ups, was geht hier ab? Was? R2 zum Vorwärtsfliegen, L2 und das zum Wirbeln. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach nee. Oh, boah, und völlig konträr, wie man es gewöhnt ist, die Steuerung. Ich gehe am Stock. Boah, kann man das umstellen? ich bin es eigentlich gewöhnt, glaube ich, mit oben, unten, nach vorne und nach hinten zu gehen. Aber nee, das geht ja gar nicht. Scheiße, ich komme gar nicht klar. Oh, nee, ich will rauf. Boah, ich komme echt null klar. Und irgendwie ist der Stick auch der falsche. Warum kann ich das nicht mit dem rechten Stick machen? Also schnell geht hier nicht, tut mir leid. Ah ne, zum runter, links, rechts geht so. Oh Gott. Boah. Komm doch mal runter. Jetzt erstmal die Checkpoint-Kiste hier holen. So, jetzt nochmal gucken. Ach nee, rauf. Okay, diese Dinger sind auch weg, aber ich gehe davon aus, bis jetzt habe ich mal jede Kiste bekommen. Okay, ich glaube, das hier ist vielleicht nett gemeint als spielerische Abwechslung, aber für meine Begriffe von der Steuerung her absolut katastrophal. So, auch hier sind wir vorsichtig durchgetastet. Upsa. Oh Gott, ich sehe einen Gegner. Kann ich den ins Feuer lenken? Ah ne, der bleibt, glaube ich, einfach in seiner Ebene und will mich einfach nur abfangen. Na gut. Ach so, er ist immer noch da. Ach, ich muss ihn doch ins Feuer da schubsen, oder was? Ja, genau so war es gedacht. Und die Dinger darf ich vermutlich auch nicht berühren. Ich gehe mal ganz runter. Nein! Ach, ich finde dafür, dass ich mit der Steuerung hier gar nicht klarkomme, schlage ich mich doch einigermaßen akzeptabel. Okay, erster Tod. Ich hoffe, ich muss hier nicht irgendwie aus welchen dubiosen Gründen auch immer ohne Tod durch. Ey! Wie breit ist denn dieses Ding da oben? Okay, das hat nicht so hundertprozentig gepasst. No, das hat schon besser gepasst.
So. Ah nein. Oh, falscher Knopf. Lass mich rauf. Genau, erstmal wollte ich diese Kiste hier mitnehmen. Oh Mann, ey, Hilfe. So. Oh Gott, okay. Da wäre auf jeden Fall ein lilaner Diamant gewesen. Okay, die Diamanten habe ich. Was geht hier sonst ab? Okay, der Typ und diese Dinger. Versuche ich in der Mitte durchzukommen oder lieber am Rand? Ich glaube lieber am Rand. Am Rand war bisher eigentlich immer eine ganz gute Idee gewesen. Oh, allerdings. Hui. 25 von 39. Ja, da bin ich immer gespannt, was jetzt passiert, wenn ich dieses Ding da hinten auslöse. Ach so, gut. Ich kann wieder laufen. Gott sei Dank. Boom. Oh, 39 von 39. Danke. Danke, dass ihr diesen Level nicht so extrem zum Kotzen schwer gemacht habt. Ich glaube, dann könnte das sogar schon alles gewesen sein. In dem Level hier. Aber ich vermute mal, auch wenn wir kurz vor Schluss sind, dass irgendwann noch eine schwierigere Version von diesem Level hier auftaucht. Aber für den Level war es das auf jeden Fall erstmal gewesen. Am Anfang war die Steuerung echt super katastrophal. Zum Schluss hatte ich mich minimal dran gewöhnt, aber auch nur minimal. So, was haben wir hier? Nightfight. Oh Gott, Nightfight. Es hört sich irgendwie nach Dunkelheit an. Freundliche Glühwürmchen leuchten in den Weg. Oh Gott, das ist bestimmt sowas wie aus dem ersten Teil, wo mir Akku den Weg geleuchtet hat, oder? Ja, es macht so den Eindruck. Und ein neues. Warum stehen die hier so rum? Okay, hier schon ein Todespfad, nice. Den habe ich jetzt schon mal beim ersten Mal bekommen. Ein neues Glühwürmchen, auch sehr schön. Mist, einmal mein Akku verloren. Und einmal mein komplettes Leben verloren. Ja, ich bin ja so ein bisschen eigentlich unterwegs, weil auch diese Glühwürmchen wahrscheinlich einfach auch irgendwann aufhören werden zu leuchten, gehe ich mal von aus. Gespaltener Pfad heißt in der Regel aber, dass ich auch auf der anderen Seite irgendwie mal wieder zurück muss. Und das hier im Dunkeln, das könnte spannend werden. Okay, zumindest schon mal einen Diamanten irgendwie abgeräumt, das ist gut. Hier waren auch nochmal zwei Kisten gewesen. Sollte ich mir vielleicht mal merken für einen zweiten Run, dass nach den Diamanten auf jeden Fall auch noch zwei Kisten kommen. Okay, hier kann ich jetzt wieder zurück. Oh, aber das Ganze natürlich irgendwie ohne Sicht. Aber den Diamanten habe ich. Ich glaube, es standen nur ganz am Ende zwei Kisten. Da wäre es doch eigentlich einfacher, wenn ich jetzt hier rumgehe. Und versuche am Ende von dem Secret-Vater wieder die zwei Kisten zu kriegen.
und gut ist. Zumindest wäre das dann vom Level-Design her wieder einigermaßen gnädig. Ich meine, ich weiß ja nicht, was sonst noch hier im Level so passiert. Boah, und schnell wieder runter da. Aber gut, die sind wenigstens hell, die Dinger. Die stören mich noch nicht mal so, muss ich sagen. So. Boah. So, Checkpoint. Checkpoint ist gut. Wo war denn hier die Level-Zusammenführung? Die muss doch auch bald mal kommen, oder? Ich habe die zwei TNT-Kisten auch noch nicht gesehen. Oh. Ach, da sind die zwei TNT-Kisten. Und noch hier eine Bonus-Area, okay. Hallo, Glühwürmchen, willst du mitkommen? Danke. Wobei hier im Zweifelsfall auch die Spur durch die Äpfel gelegt ist. Oh, boah, hier muss man wirklich durch zwei Stapel Nitro durchflitzen, hintereinander. Das ist auch nicht so einfach, muss ich sagen. Ist ja ein bisschen zickig, dieses Glühwürmchen, muss ich sagen. Wow, ich hätte mal einen Rutschsprung machen sollen. So, das war mal zum Testen, ob da oben nicht eventuell was ist. Ach so, man... Moment. Ich muss mal was testen. Man muss da eventuell gar nicht in einem durchrutschen. Genau, reicht es nicht, wenn man den Knopf gedrückt hält, dass er dann gar nicht wieder aufsteht nach dem Rutschen? Könnte ich vielleicht mal ausprobieren. Jo. Oh. Und ich rutsch vor den nächsten Stapel. Ich habe rausgefunden, wie ich den ersten Stapel überlebe und rutsche dann vor den nächsten Stapel. So muss das sein. Warum wird es denn hier jetzt schon dunkel? Ja, Dunkelheit bringt nochmal eine gewisse Schwierigkeitsgrad mit sich. Ich habe zwar irgendwie gesehen, dass da ein Loch im Abgrund war. Nichtsdestotrotz habe ich nicht so richtig gesehen, ob er jetzt aufgestanden ist oder nicht, der gute alte Crash. Und deswegen ist diese Aktion irgendwie völlig schief gegangen. Ui. So, das hole ich mir erstmal, nachdem ich die beiden Kisten hier gemacht habe. Dann habe ich hier gleich ein bisschen mehr Zeit. Um unter die Plattform zu rutschen. Ey, das ist auch eine Kackstelle. Oh ne. Glühwürmchen, kommst du mit? Danke. So, auch hier wieder einmal runter her und es jetzt mitnehmen. Ey, sag mal, Crash, warum bist du jetzt nicht gerutscht? Ich habe den Knopf eindeutig gedrückt. Wahrscheinlich eine Mikrosekunde zu früh, weil die Aufstehanimation noch nicht hundertprozentig beendet war oder so ein Kack. Ist er natürlich nicht gerutscht an der Stelle.
Mist, jetzt habe ich es früher wieder mitgenommen, als ich eigentlich wollte. So, 20 von 29 stand da. Ich habe wahrscheinlich irgendwie eine Kiste im Dunkeln übersehen und 8 waren die grünen Kisten. Hier können wir auch nochmal grüne, das heißt, irgendwo muss ein Schalter sein, um grüne Kisten zu sprengen. Aber ich denke, 21 von 19... Ah ne, hier steht noch eine einzelne rum. Das hätte gereicht, fuck. Ja, ich denke, viel mehr gibt es hier nicht. Dann mal schnell wieder rauf. Man sieht echt gar nichts, wenn das Licht hier einmal aus ist. Eigentlich brauche ich wieder meinen Cappy, wie auch bei The Last of Us. Weil in so dunklen Leveln ist das irgendwie doch alles sehr anstrengend und sehr ermüdend für meine Augen mit diesem Gegenlicht. Hatte ich in The Last of Us schon mal erklärt, weil mir das Gegenlicht einfach direkt ins Gesicht scheint. Und das machen die Augen irgendwie nicht mit bei so Dunkelheit. So... Ich glaube, das waren die einzigen beiden Kisten hier. Von daher gehe ich mal davon aus, dass ich hier wirklich auf einem ganz guten Pfad gerade bin. So, jetzt nochmal irgendwie ein Checkpoint oder so. Geht's hier? Da sah es mir gerade irgendwie kurz so aus, als wenn es zurückgehen würde. Das musste ich mal irgendwie abchecken. Okay, da ist das nächste Glühwürmchen. Oh, vollständig, nice. Okay, nachdem... Boah, ich habe echt gedacht, es geht einfach jetzt in einer Tour so sauschwierig weiter, wie dieses Level mit dem Backtracking und der Eislevel. Aber jetzt haben sie ja doch nochmal ein paar Level eingebaut, die wieder für ein bisschen Entspannung und für ein bisschen bessere Laune bei mir gesorgt haben. Nichtsdestotrotz... Unfassbar hart bis zur Grenze an der Schikane hier einige Level in dem Spiel. Das muss ich echt schon sagen. Nightfight. Nightfight war okay. Pack Attack. Space Out. Und dann kommt schon der Endboss quasi. Aber bevor der Endboss kommt, muss ich natürlich erst alle anderen Level noch freiräumen. Ein paar Level waren irgendwie noch übrig geblieben, die ich nicht vollständig hatte. Aber erstmal hier die beiden Level noch schaffen. Kehre die Flugsteuerung um im Optionsmenü. Oh, oh, da ist der zweite Fluglevel. Wie ich es vermutet habe, es kommt noch ein Level. Und er sagt mir, ich kann die Flugsteuerung umkehren. Da will ich jetzt gerade mal gucken, was das heißt. Jetpack-Steuerung umkehren ein. Ah ne, oh ne, das ist ganz gruselig. Ich dachte, er tauscht dann eventuell komplett die Knöpfe aus, aber er macht wirklich nur... Wenn ich nach oben drücke, dass er dann nach unten geht. Okay, er deutet einem hier, upsa, auch schon an, dass untenrum bei den Dingern die bessere Wahl ist. Das habe ich am ersten Level auch schon festgestellt. Boah, die sind ziemlich nah, oder? Das sieht immer so weit weg aus hier. Wow! So, das waren nur die Kabel hier gewesen. Nein, runter sollst du. Ach, komm schon. So, da oben ist noch eine Kiste. Boah, wenn ich hier, glaube ich, mal irgendwo eine Kiste vergesse, dann muss ich irgendwie dezent brechen. Ach Mann, immer... Oh, hier ist eine Kiste. Und ein Checkpoint. Wow! So weit kommen sie hier rüber, die Kabel. Wie mies ist das denn? So, Checkpoint irgendwie mitgenommen. Ups, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte hier runter. Und die Kiste mitnehmen. Naja, Checkpoint ist erreicht.
So, dann warten wir jetzt doch lieber einmal ab. Huh? Du bist ja ein bisschen lächerlich, mein Freund, ehrlich gesagt. So, da hinten sind Nitro-Kisten. Hier kann es eigentlich nur den Weg durch die Mitte geben. Und hier? Boah, ist das mies. Doch, durch dieses untere Viertel hier will ich durch. Und zwar jetzt. Eine Checkpoint-Kiste, nett. So, nochmal gucken, ob ich hier nicht doch irgendwie vielleicht noch irgendwo eine Kiste übersehen habe. Okay. Schnell! Hui! Komm, wenn wir mal ein bisschen runterkommen. Boah, auch diese Kameraperspektive. Was war das denn? Naja gut, dieser verrückte Wissenschaftler ist irgendwie mehr eine Hilfe als ein großes Problem. Ui! So, Checkpoint. Ich vermute mal, diese Ränder hier darf ich nicht berühren. Ach, da oben ist auch noch eine Kiste. Zurück. Oh, runter. So, jede Menge Nitro-Kisten und noch eine andere habe ich schon gesehen. Oh, ach Gott, hier oben. Oh, runter. Ich dachte, ich wäre schon tot. Okay, okay. Ach shit, ey, zwei Kisten übergelassen. Wow, genau wie gerade. Warum denke ich nicht mal daran, dass da oben dieses heiße Ding ist? So, das läuft doch eigentlich ganz gut mit diesem Typen. Ich wollte gerade sagen, wo ist überhaupt dieser Laser, der mich hier so versucht wegzubritzeln? Ich habe nicht genau gesehen, ob ich auf der Ebene von diesem Feuerstrahl bin oder nicht, aber war ich natürlich. Mist. Ah ne, ich bin doch tot. Ich dachte, ich lebe eventuell noch. Jetzt hat er mich doch einmal erwischt, der Drecksack. Aber auch hier weiß ich bei diesen roten Dingern nicht so hundertprozentig, in welcher Ebene die überhaupt sind. Echt. So, den hätten wir auch. Habe ich den eigentlich im Level davor gefunden? Ja, ne, der war vollständig im Level davor, oder? Wow, dann bin ich mal gespannt, ob der vollständig ist. Bin ja doch relativ gut und schnell durch. Jawohl. Puh. Das freut mich ja doch, dass diese Level dann doch jetzt wieder einigermaßen zügig von der Hand gehen nach den letzten Kack-Leveln. Ey, wow, kann ich mir den letzten Level auch noch angucken.
So, Spaced Out. Schalte einen neuen Weg frei, in dem du sämtliche farbigen Diamanten hast oder erhältst oder sowas. Okay. Okay, ich darf mich draufstellen, aber einen Test. Genau, ich darf sie nicht von der Seite berühren, sie glühen nämlich von der Seite. Ich hoffe, hier gibt es keinen Death Ray oder so, dann wird er jetzt schon verkackt, aber egal. Einmal Level angucken, finde ich, ist okay. Ui. Ah nein, da oben. Ein bisschen umständlich, aber so geht's auch. Okay, hier ist schon mal ein Secret-Fahrstuhl. Aber hieß es nicht irgendwie, hole alle Diamanten? Ich weiß gar nicht, ob ich alle habe, ehrlich gesagt. Ja, ich habe sogar tatsächlich alle farbigen Diamanten. Oh nein, viel zu früh. Oh Gott, und wieder ganz von vorne. Wo ist denn da mal ein Checkpoint? Nein, das macht es nicht schneller. Ach, schon wieder! Gibt es hier keinen Checkpoint in der Nähe? Da ist ja auch schon wieder große Kacke hier, ehrlich gesagt. Okay. Ich versuche nochmal da oben zur Rande zu kommen. Allein diese Plattform hier schon, wie nervig ist das denn schon wieder? Jetzt hier im letzten Level mussten sie wahrscheinlich nochmal richtig auspacken, ja. Ich bin mal gespannt. Oh. Ob der diese anderen beiden ätzenden Level nochmal toppt. Aber im Moment toppt allein diese Plattform schon die anderen beiden Level, ehrlich gesagt. Ach, ich habe mittlerweile einen Akku. Ey, sag mal, wie dumm bin ich eigentlich? Okay. Ich enthalte mich an dieser Stelle hier jeglichen Kommentars. So. Genau. So. Was war jetzt hier oben nochmal das Problem gewesen? Warum bin ich hier runtergefallen? Oder gestorben? Ach ja, ich glaube, ich war nur mit diesen beiden Dingern hier schon wieder zu ungeduldig. Okay, ich muss hier eigentlich durch, sobald der hier hochgeht, glaube ich. Oh Gott, gibt es hier oben keine Checkpoints? Auf jeden Fall gibt es hier oben ein paar extra Leben. Ich hätte einfach nur rutschen sollen. So, ich hab mal dran gedacht. Oh Gott, ey. Ah,
hat er sich doch mal überlegt, runterzukommen, ja. Tja, ich habe auch keine Ahnung, wo mich dieser Weg hier hinführt. Ob ich hier durch die Hälfte vergesse oder einen geheimen Diamanten hole oder was. Keine Ahnung. Boah, wie knapp war das denn diesmal? Das war doch letztes Mal irgendwie fluffiger, oder? Vom Timing her. Naja, egal. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.